Schulausfälle, Verkehrschaos und Verzögerungen beim ÖPNV. Meteorologischer Frühlingsanfang in... Flensburg. Für die meisten begann der Tag mit Schneeschippen. Wie hier in einem der schönen Höfe der Stadt. Ja, ein bisschen unerwartet auch. Trotz gestern, aber so hoch hatte ich das ja noch nicht. Wie viel sind das jetzt heute? Ich schätze mal 35, 40 Zentimeter. Ja. Ja, draußen auf den Straßen ist es auch ganz still. Da bewegt sich ja sonst nichts. So ruhig war es, weil viele ihr Auto stehen ließen. Ich muss eigentlich zur Arbeit nach Husum, aber ich komm nicht raus. Ich habe es heute Morgen versucht, habe mich dann aber festgefahren und ja, muss jetzt warten, was passiert. Also ich komme jetzt von Harrislee zu Fuß. Oben Nordkreuz geht gar nichts, da steht ein LKW quer auf der Kreuzung. Harrislee Straße steht, ja, alle laufen auf der Straße. Ja. Stimmung ist gut. Wer sich doch für das Auto entschied, musste es erst einmal finden und dann von der Schneelast befreien. Worauf muss man denn achten, wenn man jetzt so einen Wagen freiräumt? Ja, dass die Schneelast, sprich, raus ist, also sprich, das Dach ist frei, Scheiben alle frei. Ja. Ob das Nummernschild sollte eigentlich auch frei sein, aber ich sag mal, heute ist das nicht das Wichtigste. Wichtigste ist das, was nicht vom Dach fallen darf, mit der Schnee eben, ne? Und nachher Eis und sowas. Das ist viel schlimmer. Das ist ja das Problem auch der LKW-Fahrer immer. Die haben immer auf der Plane dann Wasser liegen, das ist Eis und dann fahren sie los und das Ding fliegt irgendwo rein und das ist natürlich in die Scheibe nicht so gut. Wenn man sein Fahrzeug dann von den Schneemassen befreit hat, steht man vor dem nächsten Problem. Glauben Sie, dass die losfahren können mit dem Wagen? Ja, das kann ich. Ja. Das ist möglich. Ist nicht zu viel Schnee. Ja. Den Weg ist frei. Nun ja, so richtig frei waren die Wege heute Morgen noch nicht. Und Flensburgs Straßen sind teilweise sehr steil. Wie hier beispielsweise die Toastbystraße. Ja. Wie viele Autos hast du jetzt schon geholfen? Mindestens 5. Ja. Ja, die wollen hier unbedingt hoch, ja. Aber geht ja gar nichts, sieht man ja. Wo ist hier das Problem? Zu viel Schnee. Schwer was los heute, oder? Was denn? Schwer was los heute, oder? Oh, hör auf, Mensch. Fürchterlich. Was nun? Ich bin vom SAZ. Ach so, das ist in Ordnung. Das ist wunderbar. Ich hau da mal ein bisschen Salz hin. Augenblick warten, ne? Salz ist kostbar heute, oder? Oh, was haben wir schon? Wir kommen gar nicht selber vorwärts. Die Stimmung war aber trotz allem überwiegend gut, obwohl es für einige früh losging. Ja, das Telefon hat heute Morgen um 2:05 geklingelt. Und ich habe dann schon eine Dreiviertelstunde gebraucht, um meinen Wagen auszugraben, habe ihn stehen gelassen. Bin dann runter zu Fuß gelaufen und habe mich dann abholen lassen von den Kollegen. Und seitdem sind wir unterwegs. Und dann eine nette Überraschung. Heißer Kaffee für die fleißigen Schneeräumer. Haben Sie den Jungs jetzt Kaffee gebracht? Ich bringe ihnen gerade Kaffee, aber die glauben das irgendwie nicht. Nee, das kann ich nicht glauben. Warum nicht? Es gibt noch Leute, die wirklich unsere Arbeit zu schätzen wissen. Ja. Sag mal, frohes Schaffen. Frohes Schaffen, vielen Dank. Guten Schnee. Vielen Dank. Gut, vielen Dank. Die Polizei riet gegen 10 Uhr dazu, das Auto stehen zu lassen, denn viele Straßen in Flensburg und im Kreisgebiet waren nicht passierbar. Busse blieben liegen, die Räumfahrzeuge konnten die Schneemassen nicht bewältigen. Auch wenn der Schnee im Kreis Schleswig-Flensburg für Probleme gesorgt hat, so gab es auch einige, denen das Wetter Freude bereitete. Und Bewegung an der frischen Luft hat noch niemandem geschadet.